Der Punktspielmodus ist noch nicht in Sicht. Wann rechnen Sie damit, dann, dass die Punktspiele wieder stattfinden können? Gar nicht mehr. Sie rechnen mit dem Saisonabbruch? Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt, wo die Zahlen wieder hochgehen und wir ja schon vor Monaten auch bei anderen Zahlen nicht gespielt haben, dass wir auf einmal wieder auf die Idee kommen sollten, ans Spielen zu kommen. Leider ist es so. Was bedeutet das für Ihre Planung für die kommende Saison? Dass die genauso fortgeführt werden kann, wie wir sie in den letzten 8 Wochen schon angegangen haben. Und jetzt natürlich mit Maxi Zimmer noch zusätzlich natürlich auch die Kraft dazu bekommen haben, wo wir auch Entscheidungen treffen wollen und können. Ja, und dementsprechend können wir jetzt noch tiefer in die ganzen Gespräche reingehen. Sie haben schon gesagt, Maximilian Zimmer, neuer sportlicher Leiter bei Energie Cottbus. Ja, was erwarten Sie von ihm? Was muss er machen, damit Energie Cottbus erfolgreich ist? Ich erwarte keine Tore mehr von ihm, sondern genau diese Intelligenz, die er auf dem Platz hatte, vielleicht mit in den Sportbereich reinträgt, sodass wir vielleicht Spieler holen, die die gleiche Intelligenz haben, um Spiele für uns entscheiden zu können.